Der Tag der Auferstehung ist im Koran unter verschiedenen Namen bekannt. Einer seiner Namen lautet Yawmul Hisab. Dieser Name passt zu einem deutschen Sprichwort. Man erntet, was man sät. Das heißt, je nachdem, was du geleistet hast, hast du mit den entsprechenden Ergebnissen bzw. Konsequenzen zu rechnen. Auch Allah greift diese Botschaft häufig im Koran auf. Tust du Gutes, erwartet dich Gutes. Tust du Schlechtes, erwartet dich Schlechtes. Eine sehr simple Botschaft, die für jeden Menschen nachvollziehbar ist und die wir so auch aus unserem Alltag kennen. Keiner wundert sich darüber, dass wenn er sich monatelang schlecht ernährt, seinen Körper nicht trainiert und nicht auf seine Hygiene achtet, dass gesundheitliche Folgen daraus folgen. Er schwach im Alltag oder stinken wird. Jetzt stellt euch aber einmal vor, dass jemand einen ganzen Monat jeden Tag nur gesundes Essen zu sich nimmt, seinen ganzen Körper mit einem Trainingsplan trainiert und sich regelmäßig duscht und seinen Körper pflegt. Nun glaubt er, dass diese Methode für ein halbes Jahr ausreicht. Sprich, ein Monat zieht er alles durch und meint, der Effekt davon würde für die nächsten 6 Monate ausreichen, ohne dass er etwas dafür tun müsste. Und ich denke, wir sind uns alle einig. Jeder weiß, dass das nicht funktioniert. Wir würden so eine Person nicht einmal mehr ernst nehmen können. Kaum geht es aber um dieselbe Denkweise im Islam, erkennen viele von uns plötzlich das Problem nicht mehr. Sie meinen es mit dem Islam eine bestimmte Zeit lang sehr ernst und erfüllen viele ihrer Pflichten und geben ihr Bestes, um keine Sünden zu begehen. Und wenn dann die Prüfungsphase in der Uni beginnt oder sie Urlaub machen gehen oder GTA 6 rauskommt, heißt es dann, jetzt schalte ich erstmal wieder ein paar Gänge runter. Ich habe ja in letzter Zeit viel geleistet. Ganz so, als ob der Shaitan sich entspannt, wenn wir uns entspannen wollen. Oder als ob er Urlaub macht, wenn wir Urlaub machen wollen. Das Leben ist aber kein Spiel, bei dem du auf Pause drücken kannst und deinen Speicherstand sichern kannst. Egal wie es dir gerade geht oder was um dich herum passiert, das Leben und seine Prüfungen gehen ständig weiter bis zum Ende. Wer unachtsam wird, läuft Gefahr hinzufallen. Und wer zu oft hinfällt, kann irgendwann nicht mehr aufstehen. Doch es gibt ein Heilmittel, um sich vor dem Hinfallen zu schützen. Oder besser zu lernen, falls man doch mal wieder hingefallen sein sollte. Von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wird berichtet, dass er sagte: Zieht euch selbst zur Rechenschaft, bevor ihr zur Rechenschaft gezogen werdet. Und wägt eure Taten ab, bevor eure Taten abgewogen werden. Denn die Abrechnung morgen wird euch leichter fallen, wenn ihr heute bereits mit euch selbst abrechnet. Was Umar uns hier sehr schön erklärt, nennt sich im Arabischen Muhasaba. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Bedeutung davon ins Deutsche zu übertragen. Sich selbst zur Rechenschaft ziehen, mit sich selbst abrechnen oder mit sich selbst ins Gericht gehen. Bevor also im Jenseits endgültig mit uns abgerechnet wird, sollten wir bereits im Diesseits unsere Taten kritisch hinterfragen. Denn dann schützen wir uns vor vielen bösen Überraschungen am wichtigsten Tag unserer Existenz. Bevor du etwas tust, frag dich, wäre Allah zufrieden damit? Möchte ich mich dafür später vor Allah rechtfertigen? Will ich, dass die Menschen mich in diesem Zustand im Jenseits sehen? Und wenn du bereits gehandelt hast, frag dich bei deiner guten Tat, habe ich das wirklich für Allah subhanahu wa ta'ala oder für die Menschen getan? Und bei einer schlechten Tat, frag dich selbst, verspürt mein Herz wirklich Reue oder ist es mir eigentlich egal? Und ist es nur ein kurzzeitiges Gefühl oder folgen danach Taten der Reue? Wer sich regelmäßig solche Fragen stellt, der kann sich sicher sein, dass der Shaitan kaum eine Möglichkeit haben wird, in sein Herz einzudringen. Es ist ein Herz, das durchweg bei Allah subhanahu wa ta'ala sein möchte. Und wer die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala sucht, dessen Nähe sucht Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beschreibt sie mit folgenden Worten im Koran. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Tag und Nacht liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des Feuers. Der Weg zur Schule oder die Arbeit oder die paar Minuten, bevor du einschläfst, nutze diese Situation doch, um deinen Tag zu reflektieren, anstatt dir noch mehr von der Dunya anzutun. Hab mehrere Stunden, in denen du gegessen, getrunken, mit Freunden geplaudert, Musik gehört, Sport getrieben und Geld gemacht hast, nicht gereicht? Sodass du dir in diesen paar Minuten noch extra TikTok-Videos reinziehen musst, anstatt dich
für deinen nächsten Tag vorzubereiten? Zieh dich selbst zur Rechenschaft, bevor der Tag kommt, an dem du zur Rechenschaft gezogen wirst.